Zur Öffnung des europäischen Handels wird es für die Aktienmärkte hier erstmal nach unten gehen. Und dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Die Gründe, um es schon mal vorweg zu sagen, sind das Coronavirus Nummer 1, Paul Nummer 2, der Fed-Chef mit seinen Aussagen, und die Zahlen von Facebook Nummer 3. Kommen wir erstmal zum Coronavirus. Und da sehen wir folgende Entwicklung. Die Zahl der Infizierten steigt deutlich, jetzt fast 8000. Auch die Todeszahl natürlich gestiegen. Wir haben einen Anstieg von 1228% zur Vorwoche. Das ist ziemlich parabolisch, deutlich steiler als damals beim SARS-Virus. Und die Auswirkungen, die sind viel gravierender als eben beim SARS-Virus. Im Grunde kann man das gar nicht vergleichen. Damals China nur ein Viertel etwa dessen, was man heute an Gewicht für die Weltwirtschaft auf die Waage bringt. Das ist das Erste. Und zweitens vor allem die Maßnahmen damals überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was derzeit passiert. Wir sehen, dass zum Beispiel Peking hier praktisch alles dicht macht, den Bauarbeitern sagt, alle, die im Construction-Bereich sind, also vor 9. Februar, braucht ihr gar nicht erst zurückkommen hier von eurem Neujahrsurlaub. Dementsprechend wird also da praktisch das gesamte chinesische Leben mindestens bis zum 9. Februar, 10. Februar stillstehen. Wir haben dann zum Beispiel auch hier die Meldungen, dass Google alle Filialen nicht nur in China dicht macht, sondern auch in Taiwan und Hongkong. IKEA hat jetzt alle Filialen geschlossen. Die Fluglinien canceln ihre Flüge nach China. Das heißt, der Koloss China ist jetzt erstmal praktisch vom Netz genommen. Businessreisen werden abgesagt etc. Und das sind Folgewirkungen, die bisher überhaupt nicht kalkulierbar sind, wenn die ganze Geschichte nicht in den Griff zu kriegen ist, sehr, sehr bald. Und das zeichnet sich irgendwie nicht ab. Die Amerikaner haben jetzt angeboten, ihre Experten für Seuchenbekämpfung nach China zu schicken. Und China hat das angenommen. Das würden sie nicht tun, wenn sie die Sache einigermaßen unter Kontrolle hätten. Man sieht in chinesischen Medien wie der Global Times Anleitungen, wie man Schutzmasken bauen kann etc. Also die Situation scheint immer weiter sozusagen aus den Fugen zu geraten. Heute, und das wird für die Aktienmärkte auch wichtig, hat es gestern schon gesagt, wird die WHO entscheiden, ob man jetzt den Public Health Emergency ausruft. Und wenn das passiert, nämlich auf globaler Ebene, dann hätte das auch ökonomische Konsequenzen. Wir sehen hier, dass die Progressionsraten deutlich gestiegen sind, dass wir also eine explosive Anzahl der Steigerung haben in den Zahlen. Was haben wir noch? Wir haben dann Jerome Powell gehabt, der gestern genau davor gewarnt hat. Der hat gesagt, also noch ist das gar nicht absehbar, was da passiert. Nur wenn China abkühlt aufgrund dieses Coronavirus, dann werden wir das zu spüren bekommen. Die Wall Street hat sich ein bisschen umgeschaut und gesagt, wir sind doch auf einem anderen Planeten. Was haben wir mit China zu tun? Nun, man hat ein paar Filialchen dort, Starbucks zum Beispiel, die fast alle oder immer mehr Filialen schließen, viele amerikanische Konzerne wie McDonald's etc. Also das wird sich auch für die Firmen niederschlagen, das wird sich in vielen anderen Bereichen niederschlagen, Nachfrage nach amerikanischen Gütern etc. Und das ist das, wovor Jerome Powell gewarnt hat. Da hat die Wall Street so ein bisschen gezuckt, das war doch gar nicht vorgesehen. Und dann vor allem die Aussagen ein bisschen belastend von Powell, dass der US-Konsum moderated sich abgeschwächt habe. Und das ist ja die Achillesferse der amerikanischen Wirtschaft. Wenn der Konsument ein Problemchen hatte, dann hat sofort die amerikanische Wirtschaft ein Problem. Exporte und Industrie seien auch schwächer, so Paul, aber der Arbeitsmarkt sehr stark. Jedenfalls haben natürlich die Märkte darauf reagiert, vor allem die Anleihenmärkte. Wir sehen, dass die Anleiherenditen gefallen sind und wir sehen, dass die Märkte eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen einpreisen. Man preist nämlich 1,6 Zinsschritte jetzt bis Ende 2020 ein. Jedenfalls ist sozusagen für die Wall Street vielleicht jetzt das Thema, naja, guckst du, wir haben so viele expansive geldpolitische Maßnahmen wie diese Käufe von Treasury Bills durch die Fed, wie die Aktionen am Repo-Markt. Aber das Wirtschaftswachstum, das ist irgendwo nicht so wirklich da. Wir hatten vor allem zuletzt schwache Auftragseingänge im Industriesektor, der gesamte Industriesektor nach wie vor sehr, sehr schwach. Und auch die anderen Kennzahlen sind jetzt nicht gerade so furchtbar berauschend. Also es scheint nicht wirklich den Effekt zu haben, diese ultralaxe Geldpolitik. Und das ist jetzt vielleicht langsam ein Problem. Wir hatten dann natürlich die Zahlen von Tesla,
Da lacht der Elon Musk, weil man die Erwartungen übertroffen hat. Die Aktie dann nachbörslich gestiegen, dann später sogar um 13% gestiegen auf 655 Dollar. Damit ist Tesla deutlich mehr wert als Volkswagen. Vielleicht wollen die Volkswagen kaufen. Dem liegt die Prämisse zugrunde, dass A, die Elektromobilität sich komplett durchsetzen wird. Das halte ich für unwahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich einen Mix geben zwischen Elektro, Hybrid, Benziner und den klassischen Formen sozusagen. Es wird nicht komplett nur Elektromobilität sein. Das ist wahrscheinlich die erste Grundannahme, die ein bisschen fragwürdig ist. Und die zweite Annahme, die fragwürdig ist, dass Tesla wirklich diese Marktanteile auch bekommt, nämlich eine Dominanz, was alles in dem Kurs eingepreist ist. Wir hatten dann Zahlen von Microsoft, die anständig waren, die Aktie nach oben. Aber was die Märkte stimmungsmäßig hier nach unten zieht, das sind die Zahlen von Facebook, nachdem das Wachstum sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn, vor allem in den USA und Kanada, nicht mehr so der Fall ist. Das ist der dritte Grund, warum die Märkte heute wohl schwächer eröffnen dürften. Die asiatischen Märkte, die sind im Minus, der Hang Seng in Hongkong über 2%, Nikkei etwa 1,7%, und das dürfte der DAX zur Eröffnung spüren, zumal eben die Bewertungen durchaus hoch sind. Gestern hat der Jerome Powell gesagt, ja, die Bewertungen sind elevated, also erhöht, aber nicht exzessiv. Nun ja, es ist ein neues Allzeithoch in Relation zum BIP. Und Sven Henrik hatte es vorweggenommen, als er hier schon vorher getweetet hat, we see no bubbles, nämlich das, was Paul sagen wird, wir sehen keine Blasen. Nichts, was wir tun, bringt die Aktienmärkte nach oben. Hier, es gibt Unsicherheit, also behalten wir die lockere Geldpolitik bei. Zinserhebungen, haha. Zinssenkungen, gucken wir mal, wenn die Märkte es fordern. Die Ungleichheit der Vermögen ist schlecht und die Party von Jeff Bezos war gestern wunderbar, das sozusagen die ironische, sarkastische Antwort. Und wir sehen, dass eben auch die Asset Manager all in sind in, die Aktien, in den Aktienmärkten, die Fund Manager. Wir haben die geringste Cashquote seit einem Jahrzehnt. Und wenn da plötzlich bestimmte Annahmen nicht mehr klappen und so ein schwarzer Schwan kommt wie das SARS-Virus, dann könnte es eng werden. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100. Die Charts, ich habe es vergessen, von wem die sind, der ist bei 9049. Da waren wir gestern schon in der Spitze 100 Pünktchen höher. Es geht also im asiatischen Handel nach unten, sehen wir auch beim S&P 500. Ja, hier gestern dann wieder dieser Rebound nach oben. Aber dann mit den Facebook-Zahlen, mit Paul, mit Coronavirus geht es eben auch wieder mal nach unten. Für The DAX bedeutet das, dass wir um und bei im Bereich 13.240 reinkommen dürften. Wir haben heute Abend ja noch die Zahlen von Emerson. Wir sind beim Euro bei 1,1011. Wir haben Gold bei 1577. Konnte sich also auch wieder ein bisschen erholen. Und wir haben amerikanisches Crude Oil unter der Marke von 53 Dollar. Also es ist durchaus ein bisschen Druck in den Märkten jetzt. Die optimistischen Prognosen scheinen so ein bisschen einen Kratzer zu bekommen. Nach den Apple-Zahlen schien ja alles wunderbar zu sein. Microsoft, wie gesagt, war auch gut. Das sind ja die beiden eigentlichen Schwergewichte. Bei Facebook hat die Stimmung verhagelt. Paul hat gesagt, wir werden uns früher oder später natürlich aus diesem Repo-Markt auch wieder zurückziehen, aber mindestens bis April drinbleiben. Aber was sozusagen hier wirklich belastet, sind die leicht pessimistischen Aussagen, die deutlich skeptischer zur US-Konjunktur sind als zuvor. Und natürlich die Auswirkungen des Coronavirus. Achten Sie heute auf die WHO. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start. Servus und ciao.